Die Teuerungswelle hat alle hart getroffen. Auch Studenten leiden besonders unter den erhöhten Wohnkosten, den Energiekosten und den steigenden Lebensmittelpreisen. Wir haben die 23-jährige Michaela M. in ihrer Wohnung getroffen und uns mit ihr über die aktuelle Situation unterhalten. Du bist Studentin und lebst alleine. Wie finanzierst du dir das Wohnen? Also Studienbeihilfe, Kindergeld und meine Eltern finanzieren mich auch. Also die helfen mir schon sehr viel, ohne die würde ich es eigentlich gar nicht schaffen. Arbeitest du auch ab und zu nebenbei? Also ich arbeite in den Wintersaisonen ab und zu in der Gastronomie, weil ich komme aus einem Skigebiet. Und sonst habe ich gearbeitet, aber neben der Uni geht sich zurzeit gar nicht mehr aus. Weil das Studium einfach sehr beanspruchend ist. Also ja, es sind halt, Studienzeit ist nicht sehr viel, aber das, was ich neben dem Studium machen muss, ist einfach sehr viel. Also Hausaufgaben, Abgaben, Projekte, also es ist Lernen, es ist einfach sehr viel. Und du lebst in einer Mietwohnung? Ja, es sind eigentlich Kaufwohnungen, aber ich habe es privat gemietet. Okay. Und wie viel Miete zahlst du aktuell? Also ich zahle circa mit Strom und Gas zahle ich 600 für 32 Quadratmeter. Aber 100 Euro Nachzahlung sind ja dann doch auch nicht so wenig. Wie hast du dir das dann leisten können? Also ich musste meine Eltern dafür fragen, ob die mir das leihen können, also geben können, weil eigentlich habe ich kein Erspartes, wie ich mir das selbst finanzieren kann. Und neben den Mieterhöhungen und auch Energiekostenerhöhungen sind ja auch die Lebensmittel sehr angestiegen, die Lebensmittelpreise. Wie geht's dir damit? Also ich merke schon extrem, dass die gestiegen sind. Also von irgendwie 30 Euro im Monat in der Woche Lebensmittel bin ich auf 70, 80. Weil so Fleisch kann ich mir gar nicht leisten. Das esse ich eigentlich gar nicht. Ich finde, für Biofleisch zahlt man viel zu viel. Und ich esse eigentlich nur Gemüse, obwohl das eigentlich auch sehr teuer ist. Gemüse, Reis und Nudeln. Hauptsächlich, wenn es mal eng wird, Nudeln mit Pesto oder Nudeln mit Tomatensauce. Das heißt, spürst du da jetzt auch schon Einschränkungen? Also gibt es wirklich schon viele Dinge, worauf du verzichtest? Also wenn ich überlege, an letztes Jahr bin ich sehr viel essen gegangen, auch Essen bestellt. Das mache ich grundsätzlich gar nicht mehr. Ich gehe auch nicht mehr so viel aus, weil Getränke sind auch sehr teuer. Einfach mit Essen gehen eigentlich gar nicht mehr, wenn überhaupt einmal in 2-3 Monate. Also das mache ich nicht mehr, hauptsächlich zu Hause essen. Und wie geht es jetzt eben auch deinen anderen Studienkollegen so? Sind die in einer ähnlichen Situation? Ja, ich habe Freunde, also überhaupt meine Studienkollegin, mit der ich am meisten bin, die wohnt auch alleine. Die hat das auch, die nimmt einfach Essen von zu Hause mit, weil es sich eigentlich gar nicht ausgeht und sie bezieht auch keine Studienbeihilfe. Und dann ist halt noch schwieriger, irgendwie über die Runden zu kommen. Und sie ist halt sehr viel am Wochenende zu Hause, weil es sonst eigentlich gar nicht geht. Es ist halt schwierig. Ich denke mir, du brauchst ein bisschen Zeit, damit du überhaupt findest, was du machen willst. Und dann hast du endlich das und du bekommst halt nichts. Und manche Eltern können sich das, wie gesagt, gar nicht leisten. Finde ich schwierig. Es ist ja auch, wenn du deine ECTS im Schuljahr nicht schaffst, also im Semester nicht schaffst, musst du es rückzahlen. Stell dir vor, du musst dein Studiengeld zurückzahlen, was du bekommst. Das ist ja auch nicht leicht. Wer hilft dir da, irgendwie deine Studienbeihilfe zurückzuzahlen? Findest du, dass es zu wenig Unterstützung gibt von seitens der Politik oder auch vielleicht von den Universitäten? Also ich finde so, wenn ich mir überlege, dass ohne meine Eltern würde ich gar nicht studieren können, finde ich, dass es schon viel zu wenig ist. Und ich kenne viele, die bekommen gar keine Studienbeihilfe und die Eltern müssen da alles machen. Das ist auch nicht so einfach für die. Die haben ja auch Sachen zu bezahlen. Es ist nicht bei jedem gleich, finde ich, aber ich kenne einige, bei denen es einfach wirklich schwierig und wirklich, die müssen sparen und ja. Wenn du dich mit deinen Freunden triffst, geht sie dann auch mal fort, macht sie Ausflüge oder ist das jetzt irgendwie, passiert das auch gar nicht mehr? Also eigentlich gar nicht mehr. Wir treffen uns hauptsächlich zu Hause, weil es einfach auch billiger ist. Und wir kochen zu Hause. Wenn wir mal rausgehen, dann hauptsächlich im Park bei gutem Wetter. Irgendwie im Winter waren wir nur zu Hause, haben nur uns zu Hause getroffen. Und fortgehen, ich denke mir halt den ganzen Eintritt für einen Club, das kann ich mir eigentlich sparen auch.
Was würdest du dir dann wünschen, jetzt zum Beispiel von der Politik? Wie könnte man euch noch mehr unterstützen? Ich denke mir, wenn die ganze Inflation so hoch ist, auch mit den Lebensmitteln, warum steigen dann auch nicht irgendwie die Studienbeihilfe oder das Kindergeld? Wenn alles steigt, Lohnerhöhungen gibt es ja auch schon, warum passiert das bei Studenten nicht? Dass irgendwie ein bisschen mehr Geld dazukommt, irgendwelche Förderungen. Angenommen, die Inflation steigt jetzt noch weiter und die Preise schießen auch weiterhin in die Höhe. Wie gehst du damit um? Ich müsste mir auf jeden Fall einen Job suchen. Ob ich mein Studium dann in der Mindeststudienzeit schaffen würde, steht dann in Frage eigentlich. Ich müsste auf jeden Fall arbeiten, mich selber finanzieren. Also ich würde trotzdem was von meinen Eltern bekommen, aber es gibt einen bestimmten Rahmen, den ich aber selber nicht überschreiten will, wie viel sie mir helfen. Und ich müsste wirklich arbeiten und auch wahrscheinlich mein Studium ein bisschen zurückschrauben. Könnte dann auch eventuell sogar passieren, dass du dein Studium abbrechen müsstest? Also ich würde es wirklich zu dem Punkt kommen, dass ich es mir gar nicht leisten kann, würde ich aufhören. Ich habe ja einen fertigen Schulabschluss, einen HTL-Abschluss. Ich würde dann einfach arbeiten, habe ich vor der Uni auch gemacht. Würde arbeiten, würde nicht mehr studieren und würde einfach mich selber finanzieren. Und eine WG, die eventuell ein bisschen billiger wäre kein Thema für dich? Also ich habe schon mal in einer WG gewohnt, letztes Jahr, bevor dass ich in diese Wohnung gezogen bin, und es war wirklich schrecklich. Ich habe immer alles selber geputzt, es war immer unordentlich, ich habe mein Essen im Kühlschrank gelassen und es wurde aufgegessen oder es war verschimmeltes Essen drin. Also es war so unordentlich in unserer Wohnung, dass ich gesagt habe, ich zahle lieber etwas mehr Miete und spar auf anderen Sachen, als wie ich ziehe wieder mit irgendwen zusammen. Also ich habe hier meine Freiheiten und es lebt sich besser in einer eigenen Wohnung als in einer WG für mich.